Hey, gut, da sind wir wieder. Wir können weiter durch den Wald. Ich freue mich, aber hier, bevor wir da hingehen, da ist Harz aus dem Baum gelaufen. Resin has been oozing from the stump. It looks set now. Können wir das irgendwie abschlagen, mitnehmen, einsammeln, fingerklebrig machen? The resin has set somewhat. It's firmly gripped to the stump. Können wir das mit einer Schaufel, vielleicht mit einem Meißel, aber... I've collected some waxy resin. Cool. Okay, ich weiß zwar noch nicht wofür. Das meine ich eben, ne? Dieses, ich will es erstmal mitnehmen, wir werden später gucken, wofür. Es wird sich alles zeigen. Okay, mehr gibt's hier nicht, dann gehen wir weiter. Aha, das ist die alte Oma, ich erinnere mich. Okay. Diese kleinen Zwischensequenzen, wo man die Leute dann so in Großformat quasi sehen kann, sehen aber ein bisschen weird aus. Das ist so das Ding an Pixel Art, wenn man damit großformatige Gesichter machen will, dann ist das immer ganz schnell ganz komisch. Hallo, gute Frau. Ich suche zwei Kinder, die sind nicht zufällig in ihrem Ofen gelandet. It's the old woman I saw at Bewley Station. Ja, hallo. Please, forgive my intrusion. Are you Mother Mildred? Some call me that. I prefer Mildred Walker, given as that's my name. Apologies. Mm-hmm. Thomasina Bateman. I think we met at Bewley Station. I take it Panswick's men have cleared off. Good riddance. Those ruffians would cut their own noses off if he asked them to. I recognised you the moment I laid eyes on you at the station. I beg your pardon? Oh, yeah, it's quite a striking family resemblance. Oh, Tata. You have your father's eyes, Miss Bateman. You knew my father? Such piercing blue eyes he had. Aww. What a handsome young man, William. He was here, in Bewley. Oh, yes. A long time ago, mind. 25 years by my reckoning. But I'll never forget those eyes. Also, wie alt sind wir eigentlich? Müssen ja schon locker etwas über 30 sein, ne? Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie irgendwie gerade 20 ist. Die Stimme klingt ein bisschen zu erwachsen. Aber okay, vor 25 Jahren war der Vater hier. Gut, dann hätten wir Stanley wirklich nicht fragen können. Der ist, glaube ich, seit 16 Jahren hier, meinte er. Was weißt du denn über meinen Vater? Why was my father in Bewley? He were helping Samuel Bryden excavate Hobbs Barrow. Samuel ist der, genau. You must be jesting. Ach, do I look like I'm jesting? Entschuldigung, kurz heimlich einen Schluck Tee getrunken, weil ich dachte, der Dialog geht ein bisschen länger. Also hatte ich recht, der Vater, William, und der Samuel Bryden, der Junge von dem jetzigen Mr. Bryden, der da noch wohnt, der Bruder, es war nicht der Sohn, es war der Bruder, die waren also zusammen bei Hobbs Barrow und haben das ausgegraben. Und die haben beide so einen erheblichen Schaden davon getragen, im Sinne von, ne, der eine war so verstört, dass er sich umgebracht hat und der andere... Er hat danach nie wieder gesprochen und sich bewegen können. Was zum Teufel ist da? Irgendein Goblin, der irgendwie alle verhext, die da reingehen oder so? Weiß es nicht. How did you come to meet my father? One might say I have a reputation in these parts. Folks from all around come to me for help with their ailments. Fernwood is abundant with flora that, if mixed correctly, will cure almost any ill. Your father must have caught wind of this, as one day he came to me, asking for a cure. A cure for what? Your mother were with child, and she was suffering the most terrible nausea. Adam. I made something to help her. The journal. This was entered in the journal. It belongs to my father. What journal? Okay, sie sagte gerade Adam. Ich dachte ganz kurz, schwanger mit uns vielleicht, aber... Wir haben oder hatten vielleicht einen kleinen Bruder, Adam. Und die Mutter war während der Schwangerschaft so richtig... Es gibt halt so eine ganz schwere Form von Schwangerschafts... Ne, diese Morgenübelkeit, die man hat, die gibt es halt in Extrem. Also, was halt wirklich dann schon medizinisch bedenklich wird, so dass man halt total krank, richtig krank davon wird. Okay, also es ergibt aber Sinn, wenn das 25 Jahre her ist und der Vater seitdem... weil er sich nicht bewegen konnte, nie wieder irgendwas geschrieben hat, dann ist es klar, dass sie seine Handschrift nicht erkennt, weil sie gar nicht kennt. Das macht total Sinn eigentlich. Also, okay. Take a look at this.
krass. A passage recalls meeting a local wise woman to seek a tincture for his beloved's nausea gravidarum. Aye, that's me. I made the tincture for him. This is incredible. You don't recognize your own father's handwriting. It's been so many years since I've seen it. Genau. Hat seit 25 Jahren nichts mehr geschrieben, weil, wenn ich mich richtig erinnere, sie hat gesagt, er hatte einen Unfall, seit sie klein ist. Wahrscheinlich war das bei dieser Ausgrabung. Und seitdem ist er quasi, ja, im Prinzip paralysiert. Oder wie soll man das nennen? So ganz körperlich gelähmt. Dann hat sie seit 25 Jahren seine Handschrift nicht gesehen. Das würde ich auch nicht wieder erkennen. Okay, krass. Die Oma hat richtig viele nützliche Infos für uns. Übrigens, die Bären sehen gut aus. Ich möchte gerne welche. So, der Stein hier. What do you make of this stone? I-A-W. I haven't a clue. Perhaps it's an old folk trinket or a talisman of some kind. The Moors are steeped in folklore. Das glaube ich auch. Was ist denn mit der Ausgrabung? Ich frage mich, ob die Frau selber schon mal da war oder ob sie sich nicht traut, weil sie weiß, was da ist. Oder mitbekommen hat, wie Samuel und William da rausgekommen sind. What can you tell me about the excavation? Well, not much. I only met your father twice. The last time he asked me if I knew anything about binding magic. Binding magic? He said he needed it for the excavation. Hogwash. My father is a man of logic and reason. Why would he be asking about such nonsense? Perhaps you don't know him as well as you think you do. Anyway, I know nothing of magic and told him so. He seemed disappointed. I never saw him again, but I understand the excavation went ahead. Samuel Bryden hanged himself not long after. Reason enough for you to stay well clear of that place. Aber wenn man sich dann nur noch fernhält, dann wird das ja auch niemals aufgedeckt, was damals passiert ist und ob das nicht vielleicht so gefährlich ist, dass man es irgendwie, keine Ahnung, in die Hände der Obrigkeit geben sollte, weil Leute da sterben können. Ich meine, hallo? Okay, ich frage mich gerade, wie alt war der Vater, als er dahin gefahren ist? Wahrscheinlich so alt, wie wir jetzt sind. Und Samuel wahrscheinlich ähnlich. You never saw my father again after the excavation? No, I always assumed he just went home. Who excavated Hobbs Barrow alongside Samuel Bryden and my father? From memory, it were just the two of them. Also wir haben, ich weiß nicht mehr genau mit wem, schon gesprochen und gehört, dass sie mehrere Lokale oder vielleicht Leute von außerhalb noch dabei hatten. Also ich meine, eine Ausgrabung macht man ja meistens mit mehreren Helfern, sodass man sich die Arbeit besser aufteilen kann. Also es könnte doch gut sein, dass da noch jemand war, oder? Charles Bryden mentioned there was a third man involved in the excavation. Der Bryden war's, okay. Is that so? Well, you best ask him about it. He knows more than I do. Okay. Also Binding Magic verstehe ich jetzt als Dinge oder Geschöpfe oder so an ihren Ort binden mit Magie. What do you think my father meant by binding magic? I've no idea. He didn't explain more and I didn't wish to pry. This just doesn't sound like my father at all. You'll have to ask him yourself. I'm afraid my father has been incapacitated since I was a child. He cannot speak nor move. Terrible. Oh, I'm sorry. You said that the flora here could cure almost any ill. Almost, my dear. But your father's affliction sounds beyond my abilities. Ich wollte gerade sagen, doch nicht alles wahrscheinlich. Wobei, also sie hat ja irgendwie recht, es gibt tatsächlich viele, viele Pflanzen, die irgendwie, Schmerzen lindern können und sowas wie Übelkeit und tralala, aber natürlich nichts, was so gravierend ist. Aber so süß, dass sie sich trotzdem kurz die Hoffnung gemacht hat. Oh. The landlord of the Plough and Furrow told me about a folk tale associated with Hobbs Barrow. Something about a goblin. Are you familiar with it? No doubt there is such a tale. Name any beastie you can think of and someone round here will have a story about it. My thoughts precisely. Heißt aber nicht, dass an keiner davon irgendwas dran ist, theoretisch. Oder sagen wir mal statistisch gesehen. Was ist denn mit Lord Panswick erstmal? Do you know Lord Panswick? I know his labourers make a mess of these woods, the brutes. The man himself hasn't graced me with his presence. You've never met him? Not since he were a wee lad. A maid brought him to me with a sore stomach. It were all the rich food they were feeding him, not more. Natürlich, wahrscheinlich den ganzen Tag nur Süßigkeiten bekommen oder so. Und Leonard, der
ominöse, mysteriöse, never to be seen Leonard Shoulder. Can you tell me anything about Leonard Shoulder? I know of him, as is the nature of such a small town. Mm-hmm. I also know he invited you here. Mm-hmm. Little escapes you, Miss Walker. So they say. My path rarely crosses with his. Let's put it that way. But he's a nice enough fella. I see. Thank you for your help, Miss Walker. Also, ich habe schon so viel Unterschiedliches über diesen Leonard Shoulder gehört, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich glauben soll. Manche beschreiben ihn als ne, ganz nett oder ganz passabel oder kann man mit auskommen. Und bei anderen klingt das eher so, als wäre er irgendwie so der, weiß ich nicht, kein richtiger Verbrecher, aber auch sehr unehrlich und ne, muss man mit Vorsicht genießen und so. Ich bin unsicher. Okay, die Beeren sehen sehr lecker aus. They look somewhat like juniper berries. Mhm. Kann ich welche mitnehmen? What are those berries you're picking? An ancient breed, no good for eating. However, they do have some medicinal qualities. Ah, I see. Okay. Cool. Vielleicht können wir uns das merken, falls wir mal was brauchen. Die Tür. The cottage is nestled cozily in the woods. Ich weiß nicht, aber irgendwie hätte das was, oder? So ein kleines Cottage mitten im Wald. Also mit Glasfaser, aber und Elektrizität wäre auch nicht schlecht, aber theoretisch ist das echt eine sehr süße Sache. So beim Feuer sitzen, keine Ahnung, Sachen aus dem Wald einsammeln oder einen kleinen Garten hinten dran, wo man ein bisschen was anpflanzen kann. Es ist eine sehr romantische Vorstellung, aber irgendwie ist sie ganz, ganz süß. Gut, ich glaube, wollen wir noch mal reingehen? Ich glaube nicht. I shouldn't enter uninvited. Ja, nee, okay. Gut. Miss Bateman. Oh, ja. Yes. Remember what I told you when we first met? You're better off waiting for the next train back to the city. Why? Something terrible happened to Samuel Bryden in that barrow. Whatever they found down there, I'd wager it got to your father too. Tell me you won't disturb Hobbs Barrow. I can't make that promise, Mildred. Can't say I didn't warn you. There is something unnatural about that place. Ja, das glaube ich auch. We must seek to understand the world by rational means, Miss Walker. One cannot abandon reason. Ach, Mädchen, wie viele Leute haben uns jetzt schon gewarnt? Wir? Thomasina? Thomasina, come here this instant. I'm playing with Josephine. She can wait. This is very important. Oh oh. Oh oh. Kommt jetzt die Nachricht? Die Nachricht? I'll be back soon, Josephine. Ich habe kein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl. What is it, Mummy? Mutti sogar. It's your father. Daddy's home? No, my dear. I must go to Bakewell with haste. Miss Bowes will look after you whilst I'm gone. Is that clear? Where's Daddy? He's had an accident. What happened? He's come off his horse. Silly Daddy. Will he be all right? Of course he will be fine. Your father is as strong as an ox, but I need to go collect him, all right? Can't I come too? No, dear. Miss Bowes will look after you. But I want to come. Go pick up your dolls, then come inside, all right? Yes, Mummy. Ah, und da ist sie ja noch hochschwanger. Das habe ich mich beim ersten Mal schon gefragt. Also frontal sieht man es ein bisschen schwer, aber als wir mit ihr in das Spital reingegangen sind, da hat man von der Seite so ein bisschen gesehen, dass sie wirklich einen sehr großen Schwangerschaftsbauch hat. Oh mein Gott. Oh, das ist kein Alter, um so eine Nachricht zu erfahren. Andererseits ist es nie das Alter, um so eine Nachricht zu bekommen. Oh je. Yeah. Oh. Where did Mommy go? Und da war sie schon weg. Okay. Das ist auch nicht so ganz. Also ich verstehe natürlich, ne, dass die Mutter selber wahrscheinlich komplett außer sich war. Ich meine, hochschwanger, zweites Kind unterwegs und dann passiert dem Vater sowas. Aber dieses, okay, komm, ne, und dann plötzlich ist sie schon weg. Das, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. I helped him then, and I can help him again.
Was ist das immer für ein kleines Eichhörnchen? Das macht mich total kirre hier. Ich habe ihm damals geholfen und ich kann ihm wieder helfen. Das hat dieses kleine Goblinwesen gesagt. Vielleicht ist er doch noch ein bisschen Hoffnung, dass unserem Vater irgendwie nochmal geholfen werden könnte. Andererseits, ich meine, selbst wenn es irgendwie möglich wäre, muss ich ihn ja irgendwie auch herkriegen. Arthur, you won't believe it. The journal belongs to my father. He was here in Bewley. Arthur? Hello? Oh, sorry. I'm trying to remember something. Hä? Was ist mit dem? What is it? I'm not sure. Something in the woods. It will come back to me. You say your father were in Bewley? Yes, Mildred said that he helped Samuel Bryden excavate Hobbs Barrow 25 years ago. Well, I'll be. Let's talk about it tonight at the plough. Was stimmt mit dem nicht? Er wirkt total apathisch. Von dem Traum erzählen. Vielleicht kann ich seine Perspektive darauf hören. Oder lass ihn in Ruhe, wir werden später reden. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Der wirkt so weird. Außerdem hat er überhaupt nicht richtig reagiert. Er versucht sich an irgendwas zu erinnern. Im Wald quasi. In the woods, hat er gesagt. Wir erzählen mal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Reaktionen von ihm. Arthur, I must tell you about the dream I had. I was at Hobbs Barrow and there was a creature. It told me it saved my father from something inside and that I would find proof of this in the morning. Sure enough, when I awoke, the journal was in my room. Mildred confirmed the journal belonged to my father. The creature told me it could help my father again. I mean, it was merely a dream. I don't know what to think anymore. Arthur, are you listening? Fine then, we'll talk later. I hope you piece together your memories. Was stimmt mit dem nicht? Irgendwas ist dem doch passiert, oder? He's staring intently into the woods. I'll leave him be for now. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich glaube, irgendwas ist dem in der Zwischenzeit passiert. Okay, was ich natürlich auch gerne noch machen möchte, ist selbstverständlich mal wieder nach Mr. Shoulder gucken, ob der inzwischen mal aufgetaucht ist. Genauso wie Mr. Price, wobei, ne, der Typ vom Postamt, der scheint immer noch weg zu sein. Außerdem haben wir hier noch eine Tür, wo noch niemand rausgekommen ist. Cyril steht gerade nicht Spalier. I don't think anyone is home. Mal gucken, ob Cyril da ist. Vielleicht kann der uns ja irgendwas sagen. Der ist so alt, der könnte sich dran erinnern. Booger off! Oder auch nicht. Ah, the unmistakable charm of old Cyril. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mir da Hoffnung gemacht habe. Okay, ist bei den Schienen irgendjemand? Wahrscheinlich nicht. Da ist nichts, ne? Da ist nur ein Schild, das wahrscheinlich jetzt keine Züge fahren. Genau, Achtung! Bewley Station ist im Moment geschlossen. Aufgrund eines Schienenschadens zwischen Bewley und Bakewell. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen. Midland Railway. Okay. Das war ja easy. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Nur mal sicher gehen. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Er hat auch das Dingsbums wieder aufgehangen, sehe ich gerade. Hat sie hier den Marktplatz schon eingerichtet? Nö, noch nicht. Okay, wo wollen wir denn als erstes mal hin? Ich würde natürlich gerne nochmal, ne, hier nach Dingsbums gucken. Vielleicht fangen wir mal am Devil's Toe an und gehen dann weiter zum Cottage. Einfach mal, um zu schauen, ob da irgendjemand ist. Und dann Mr. Brydens Farm, da könnten wir auch noch mal nachfragen. Mal gucken. So, das Ding steht hier immer noch stoisch in der Landschaft. So, Hühnchen. Ich habe ja immer noch das Gefühl,
dass dieser Mr. Schulder vielleicht längst verschwunden ist. Das sieht zwar hier alles noch ordentlich aus, aber wenn er seit ein paar Tagen weg ist, dann könnte man das ja auch noch nicht wirklich wissen. Und wenn die hier nass sind, also die Wäsche nass ist, dann könnte es natürlich auch vom Regen herkommen, ne? Das hatten wir ja schon festgestellt. It's dry. Jetzt ist es trocken. They are dry. Mr. Shoulder must have dropped the matching glove. What was he doing in the... Okay, it was rather rude of him not to come inside and see me. Hühnchen geht's auch immer noch gut. A sweet little hen, plump and well groomed. Sehr gut. A fearsome looking beast. Schön. Okay, wir klopfen mal. Nichts? Mr. Shoulder continues to prove himself elusive. A carved stone has been I think it depicts a crescent moon. Aber it's bolted onto the door itself. I can't remove it. Okay, der Typ ist immer noch nicht wieder da. No sign of any movement. Damit. Gut, dann bleibt der halt verschwunden, ne? Holz haben wir immer noch nicht mehr. I've no desire. Okay. Gut, okay, das war schnell. Schnell abgehalft hat. Warte kurz. Ich will mal einmal kurz erst in die Aufgaben gucken. Ich hatte gerade noch eine Idee. Ich glaube, es macht Sinn, mit dem Mr. Bryden nochmal zu reden. Der wollte uns zwar letztes Mal schon nicht so gerne irgendwas erzählen, aber er ist derjenige, der, glaube ich, am meisten darüber weiß. Also gehen wir mal wieder zur Farm. Schon wieder eine Erinnerung. Heute haben wir echt viele. Darf ich? Mami? Was? Was brennt die da? Get away from the fire, Thomasina! What are you burning? Nothing. Just waste. Now go inside. Sie klingt sehr aufgebracht. Sind das Briefe? Rex. Mummy, what is this? Waste. Burn it. Klingt so ein bisschen nach so einem typischen Abracadabra-Ding. Ist das vielleicht der Vater sich doch in irgendwelchen Zauberkram versteift, von dem sie denkt, dass es Waste ist. Also hier Hogwash, wie sie immer so schön sagt, Humbug. Vielleicht war sie auch sauer, dass er überhaupt unterwegs war. Kann ja auch sein. He's doing well to be maintaining all this land at his advanced age. Good day, Mr. Bryden. Miss? I'll stop you there. I know what you're going to ask. Mist. No, I haven't changed my mind. Mist. There'll be no digging here, lass. Mr. Bryden, kannst allow me to explain. Ne? There has been an astonishing development this morning. Yes? My father was with your brother during the excavation. Oh. Yes. Can you believe it? I had no idea he had been here. The answer's still no, lass. I saw what happened to poor Samuel. I won't risk the same happening to anyone else. But... That's enough now. You can feast your eyes on that hovel to your heart's content, but there'll be no digging. Ich versteh's ja, ich versteh's ja. Ich würde dasselbe machen wie er. Ich würde niemandem mehr erlauben, da nochmal drin rumzugraben, wenn ich denke, dass allen, die das tun, dasselbe passiert. Das kann man ja einfach nicht verantworten. Können wir trotzdem reden? No questions. I'm not interested. But... Off with you. Mist, okay. Aber wir dürfen noch hin und gucken. Immerhin. So, hier ist immer noch dieser komische Stein mit den anderen Initialen, AR. Müssen wir kurz überlegen. Unser Vater heißt William Bateman. Und der andere hieß Samuel Bryden. Also weder die Initialen auf diesem Stein noch die auf diesem kleinen Stein machen erstmal irgendwie groß Sinn. Wir werden sehen. Können nochmal anpatschen. I must gain Mr. Bryden's permission to excavate. I must gain Mr. Bryden's... Ja. Okay, das heißt, hier können wir gar nichts machen und den Typen können wir auch nicht weiter befragen.
Das ist interessant. Habe ich jetzt so nicht mitgerechnet. Wir können... Ich wollte so ein bisschen im Umland, hör mal von da aus, nochmal so ein bisschen die Leute befragen, die wir schon kennen. Und gucken, ob sich hier irgendwo noch was getan hat. In meiner Kiste noch irgendwas braucht. Perhaps I have something in here that could help me get the knife unstuck. Genau, die Katze liegt da oben. No, there's nothing useful here. Wir werden schon irgendwas finden. Hallo. It's Herbert, the local stray. Hallo, Mietz. I don't wish to wake him up. Also, in der Großaufnahme damals sah der nicht süß aus. I suspect the barrels are... Gut, da ist nichts drin. Das ist irgendwie noch immer das Anbinde-Dingsbums. Wir hatten eine Laterne mit Öl. Ich weiß nicht, ob wir sie jetzt nochmal brauchen. Also mit Lampenöl. Vielleicht können wir das darüber kippen. Hallo, Kleiner. This young fellow looks miserable. Dem geht's immer noch schlecht. Hello, Wally. Go away! You gave the doll back to my sister. It wasn't very nice of you to bury her favorite toy, Wally. Yeah. I gave it to the fair folk, and you stole it back from them. You don't really believe in fairies, do you? You're old enough to know better. They're real, and thanks to you, I'm cursed. There's no such thing as curses either, Wally. Go away. Okay, den Kleinen haben wir verärgert. Das, ja, passiert. A humble local. Vielleicht auch nochmal anklopfen? Hat er keine Eltern? Nobody home. Ja, wie er rüberguckt, ne? Okay. The road disappears over the horizon. Ah, sie will hier nie raus, Mann. Das ist total... Ich wäre schon längst mal weiter rausgestapft. Da sind irgendwie noch ein paar Häuser, die sehr weit außerhalb sind. Die hätte ich mir schon längst mal angeguckt. Also, längst. So, die Dame baut immer noch auf. Dann gehen wir mal da hinten durch. Hier, unser, wie hieß er nochmal? Ist gerade nicht da. This house looks pleasant. Ich hoffe, der ist nicht irgendwie grumpy mit uns. Mr. Long mustn't be in. I don't need to go in there again. I've already taken... Royal... This must be the... Da müssen wir nicht mehr hin. Unsere Kiste haben wir. Ich bin ein bisschen verwirrt. Gut, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist nochmal Richtung Kirche gucken. Mit dem Schmied könnten wir theoretisch auch noch sprechen, obwohl ich gerade nicht wüsste, was ich ihn fragen soll, außer... Das ist der Hund, den wir immer hören. Hey, Boy! Hallo! Bist du ein feiner Junge? Ich will hinterher. Ich muss diesen Hund einmal gestreichelt haben. Das ist wichtig. Das ist auffällig. Warum? Er ist bestimmt in den Wald gelaufen, oder? Oder hier hinten hin? Ah! Da ist der Schnösel wieder. Hello, dear. Good day. Sydney, must you be so unruly? Run along home now, won't you? Nein, komm zurück, ich will dich streicheln. Wer ist das? Ich hatte ja das Gefühl letztes Mal, dass er der Lord ist, ne? Henswick? Aber ich weiß nicht so genau. He's a little more handsome than your average Beaulieu resident. Oh, okay. I believe we've met. Miss Thomasina Bateman, the famous antiquarian. Wir sind hier echt bekannt wie ein bunter Hund. My reputation precedes me. I can assure you it does. And you are? James. James und Walter. Das hilft mir noch nicht so viel. James Penswick zufällig? Are you a painter? You see this beck before you. Look at the water. See how it tumbles and falls. I seek one spot on which my eyes can rest, be it a stone or a small corner of the current. I meet it with my gaze, and out of the tumbling and falling, a new land rises. I see a new world. You certainly have the eloquence of an artist. Eloquence? Naja. Hat auf jeden Fall... Mir fällt kein passendes Wort ein. Ja, er wirkt wie ein Künstler, aber das kann positiv und negativ sein.
Was malst du denn da? Ich habe gerade gesehen, ne? Man hat kurz sein Auge gesehen auf dem Bach und, also nicht, nein, sein Auge, was auf den Bach geschaut hat. Und dann halt diese pinken oder violetten Striche, die jetzt nicht wirklich zu einem Bach-Gemälde passen. Was malst du da überhaupt? What are you painting? A new world. Quite the ambition. Indeed. My ambition knows no bounds. Can I see it? Not yet. It's not finished. And such a world is not complete without you in it. Oh. You flatter me, James. Nonsense. Oh mein Say Gott. You'll let me paint you. Das tut ja wirklich physisch weh. Diese neue Welt ist nie komplett, wenn du nicht da drin bist. Oh. Ah, okay. So, ob er uns malen darf. Machen wir jetzt hier irgendwie Rose und Jack oder was? Stellen wir uns da oben auf den Berg. I'm on top of the world. Okay, warum nicht? Sicherlich nicht. Ich habe ja noch nicht mal das Werk gesehen. Ach, keine Ahnung, warum nicht. Stört mich ja nicht wirklich, es sei denn, ich muss dafür jetzt 3 Stunden lang im Modell sitzen. Why not? Magnificent. You shall be the shining star of my new world. I don't really have the time now, though. Perhaps later? Don't fret, my dear. When the time comes, I shall call on thee. Capital. Er lässt mich rufen. Er ist bestimmt Lawpensy. Ich muss das jetzt fragen. Aber wobei... Wir machen jetzt ein kleines Päuschen und wir erfahren erst beim nächsten Mal, ob er Lord Panswick ist oder nicht. Voll der Cliffhanger. Okay, keine Pause. Wir sind gleich wieder da. Bis dann.